Hallöchen, ich habe gedacht, ich melde mich mal wieder, weil ich was gebastelt habe. Und zwar an dieser Glasscheibe sind schon der ein oder andere Vogel leider dran geflogen. Oder an diese Glasscheibe ist schon der ein oder andere Vogel dran geflogen. Und ja, das ist ziemlich uncool. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, da so eine Sichtschutzgeschichte zu bauen. Und ich hatte noch ein wenig Fugenmörtel übrig, den ich quasi als Zementfundament genommen habe, weil ich einfach ja, kein Zement hatte und auch keinen kaufen wollte. Darin habe ich dann die Bambusstäbe eingefügt, eingeklemmt und das ist dann seit gestern getrocknet und jetzt ist das hart und ausreichend quasi und dann kommt da gleich die Erde drauf und dann sieht das später aus wie das da. Genommen habe ich dafür so eine alte Milchtüte, in dem Fall ist eine Sojamilchtüte. Und ja, das ist quasi die Ummantelung für mein Fundament gewesen, damit es nicht ausläuft. Genau. Und ja, im besten Fall rankt dann der Efeu da so lang und die Vögelchen wissen, hello, hello, bitte nicht mehr gegen diese Scheibe fliegen. Da die nämlich verspiegelt ist, kriegt das Vögelchen das nicht so gebacken beim Fliegen und Gucken. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das besser so. Ich habe zusätzlich noch so einen Stift bestellt. Da kann man so Streifen auf die Glasflächen mitmalen und der Vogel sieht das dann beim Gucken und Fliegen und fliegt dann hoffentlich nicht mehr gegen die Glasscheibe. Ja, den werden wir zusätzlich entweder an dieser Scheibe oder zumindest an anderen Scheiben, wo das schon passiert ist, aufbringen. Das ist irgendeine Art UV-Stift. Ich packe euch den Link in die Infobox, damit ihr das seht. Ja, und dadurch, dass halt hier die Sachen jetzt mit dem Fundament quasi relativ fest sind, gehe ich auch davon aus, dass mir jetzt nicht jeder Wind das Ding wirft. Dünne Stäbe von also Bambusstäbe übrig, so dass ich gegebenenfalls noch ein Gitter zwischen denen machen kann, so dass der Efeu da und da lang wachsen kann, aber auch um das Ganze noch ein bisschen zu stabilisieren. Aber ich bin ganz zuversichtlich und es sieht auch ganz nett aus. Ja, das war's schon. So sehen die Efeu-Sichtschutzgeschichten übrigens zwei Tage später aus. Die Erde ist ein bisschen eingesunken. Die Amseln haben sich überlegt, wir graben den Quatsch noch mal ein bisschen aus, offensichtlich. Muss ich mal gucken, ob ich das noch ein bisschen auffülle. Aber ja, es macht soweit einen relativ stabilen Eindruck. Und genau, ich wollte euch noch erzählen, die Übertöpfe oder Pflanztöpfe haben wir für je 20 Euro bekommen und die Efeu-Pflanzen für 10 und die Stäbe haben, glaube ich, 2 Euro das Stück gekostet. Das war so jetzt die günstigste Variante, um hier ein bisschen Schutz aufzubauen. Der Bird Pen ist auch schon gekommen, den werde ich dann da noch auftragen, aber ja, ich denke, damit haben wir ganz gut hier Schutz gegen das Vogelfliegen, gegen die Scheibe zusammengebastelt. Wir vor allen Dingen, ich war da. Und ja, soweit so
so stabil. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die vielleicht nochmal an den Stäben auch festmache, damit sie wissen, wo sie hinwachsen sollen. Und ja, aber ansonsten kann ich zwar eine relativ günstige, in Anführungsstrichen, und einfache Lösung für das Problem. Ja, das war's. Und von wegen Amseln, das hier ist unsere Mülltonnenabtrennung, die wir ja mal gebaut haben. Da und da hinten haben die jetzt ein Nest gebaut. Ja, das heißt, hier werde ich wohl in nächster Zeit nicht aufräumen. Aber die Mülltonnen werden wir wohl trotzdem müssen. Wir hoffen mal, die Girls und Boys lassen sich nicht stören durch uns. Ja, aber dafür graben sie mir alle meine Pflanzen aus. Frech, frech, frech. Und ansonsten ist hier auch ganz schön viel los. Es scheint zu schmecken. Wie so ein Blumenkerne.